starten in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ich bin sehr gespannt. Erste Runde. Q8 gegen die Russen. Im Prinzip kann man das so nennen. Links unten auf der Karte könnt ihr euch ein bisschen orientieren, falls ihr irgendwie einen Überblick verliert. Wo ist wer, wer macht was und. Wird bestimmt gut für euch. Okay, Stalin, wichtiger Kill, 6 zu 5. Stalin holt den Kill. 16 zu 4, Rayatic. 16 zu 4. Wenn ihr euch wundert, was er gerade... Okay, Leute, suchen, zerstören, CDL, Moskau. Twitch-Partner kommt näher. Ja, für den Twitch-Partner brauchen wir über, ich weiß nicht, glaube ich, 30 Tage im Schnitt. Oh. Es sah gar nicht so schlecht aus. Max, WhatsApp. Im Caster-Settings, Team-Settings. Ja, aber brauchen wir, glaube ich, nicht eingeben, oder? Brauchen wir nicht extra machen. Damit dein Finger, deine Gehirn-Finger-Koordination schneller klickt. Serhat, wenn die Runde vorbei ist, seid ihr mit als nächstes Team, glaube ich, direkt dran. Ihr könnt es im Discord aber sehen. Schade, Leute. Schade. Delay ist drinne. Wir sind bei 25, 26 Sekunden aktuell. Okay, Leute, lasst uns loslegen. Ich finde AMKs auch geil. So, dann gucken wir mal. Ich schieße einfach jedes Mal da durch. Es klappt fast immer. Schöner Kill. Störer ist zum Beispiel raus und Gasgranaten sind auch raus. Schöner Kill. Doppelkill, nice. Schöner Kill. Oh, schöner Headshot. Destiny mit der XM4. Oh, schön. Oh, schön. Dreierkill, Alter. Regeln sind bekannt. Los geht's. Timeout für dich. Wer Stress macht, fliegt direkt aus dem Stream heute. Ohne Gnade, ohne Geduld. Habe ich keine Zeit, keine Lust für. Schöner Doppelkill, Alter, von Varian. Schönes Ding. Er muss wissen, dass er recht. Schönes Ding, Alter. Schönes Ding. 1 gegen 2. Da. Sarah, viel Erfolg. Sarah ist unsere neue Moderatorin, Leute. Hat sich letzte Woche schon beworben. Eigentlich wollte ich bis nach dem Turnier warten, aber ich dachte mir, ich überrasche dich heute schon. Die Jungs waren übrigens alle dafür. Die freuen sich auch. Für dich ist jetzt erstmal durchatmen angesagt. Eieieiei. Leute, wir haben einen Gewinner in der zweiten Runde, in der zweiten Partie. Ich würde sagen, let's go. Und an die Gewinner, ihr beiden, bitte mir per Instagram eure... Hinter ihm. Auf einer 7er Serie, Leute. Hilltime 38-117. Relativ deutlich, noch nicht entschieden. Leute, 8er Serie. 9er Serie. 9er Serie für Reapsy. Oha. Oh, unten seht ihr,
Das Team um Drehkick Thorsten formiert sich komplett vorne, versucht jetzt, da ist die Hilltime. Zehner-Serie, Leute. Zehner-Serie. Das würde ich gerne sehen, ey. So, erste Runde. Schöner Kill. Gute Performance. Let's go, meine Babys. So, einmal gucken, ob ich meine Party zu habe. Auch schön, dass keiner, obwohl ich sie nie zumache, reinjoint. Und Sarah, das Bier gönne ich dir von Herzen. Ich hoffe, du trinkst kein Corona. So, jetzt hat er die Flank-Position verlassen. Balti ist alleine auf der Flanke. Schöner Kill von Jackson. 26 Sekunden. Wird mir zumindest so angezeigt. Rette, 32 Teams in dem Format, was wir jetzt haben. Und wir wählen dann aus, wer dabei ist. Marcel, ihr könnt dann, und das habe ich heute spontan entschieden, wir machen es fürs nächste Wochenende so, dass jedes Team 4 Spieler benennt und einen Ersatzspieler. Sollte einer... Leute, GG. Viel Erfolg. Schlimmeres gehört. Meine Mutter sagte mal zu mir, wenn ich auf die Idee komme, mit Singen eine Karriere starten zu wollen, meine Familie würde erbärmlich verhungern. Erbärmlich verhungern. Guck mal, die wehren sich. Die wehren sich mit allem, was sie haben. Schönes Ding. Seidon an alle von euch. Oh, gut gemacht. Schön. Ist krass, ne? So Leute, Moskau CDL. Viel Glück an beide Teams. Und die 3 gegen 2 ist eine Herausforderung. 1 gegen 1. Oh, kein Leben mehr. Das ist das Problem. Er platziert sogar. Alter Schwede. So. Ja. Clever, schön geflankt. Wenn das bei dir ausrasten ist, bist du ja der entspannteste Mensch der Welt. Oha. Oha. Wir sind das Siberia-Team. Wir müssen fürs nächste Turnier nichts mehr machen, oder? Am Montag, Zaldo, lade ich ein Video hoch für die Einladung fürs nächste Turnier am nächsten Wochenende. Und das Einzige, was ihr da machen müsstet, euch nochmal im Discord mit eurem... Eine Vorwarnung, ich wollte es eigentlich morgen nach dem Finale. Let's go. Gras Klantext, das ist Österreicher. Ja, das einer spielt. So. Danke, gut gesehen. 1-0, suchen und zerstören, es geht weiter. Finde ich sehr schade, aber ist jetzt so. Und ich habe ja gesagt, ich muss einigermaßen streng sein, aber ich möchte glauben, dass es einfach blöd war. Von einem Genossen. Wieso ist da eine... Okay, Leute. Es steht 1-1. Wir gehen in die Entscheidungsrunde. Ich gehe davon aus, dass wir keinen Zwischenfall mehr haben. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin gnädig. Ich sage keine DLC-Waffen. Unfassbar. Ich brauche ein Bier. Ich brauche echt ein Bier. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Haben die einfach die Zonen gecaptured so schnell? 2 zu 0. Und wenn du sagst, zu wem man soll, verschenken wir den. Zidanovic, mein Bester, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Black sagt, Defense im Vorteil. Du musst subscriben, du musst donaten, du musst Bits spenden. Ich habe keinen Bock, so ein Geier-Heini zu werden. Race VN, vielen, vielen Dank für dein Follow, mein Bester. Herzlich willkommen bei uns. Die Chappies kannst du in einem Gewinnspiel machen. Snike 6, vielen, vielen Dank für dein Follow, mein Bester. Bevor ich weiter quatsche. Let's go, oder? Let's go. Und ich denke, Mantel heißt auch Waven oder so. Waven, Alter. Mit W? Er versucht, da rauf zu kommen. Habe ich auch schon auf. Du kommst da nicht rauf. Triple Kill. Auf der Vierer-Streak. 5 zu 0. Fünfer-Streak. Oha. Leute, das gesamte Team ist auf Streak gerade. White Mamba hat ein Bomben-Line-Up. Ich kenne die gar nicht. Wirklich, ich kenne die gar nicht. Das erste Mal, dass ich mit den Jungs bewusst hier was zu tun habe. Beim allerersten offiziellen Community Cup. Oh, nice, schön. 81. Eieieiei. German Lobbies. Das kannst du im Discord abchecken. So Leute, zweite Runde, Moskau, suchen und zerstören. Let's go. Lass uns gucken, ob die Jungs um Ali und Leon das Ganze ein bisschen umdrehen können. Ich hab die Stimme. Schön First Blood. Malbo holt sich den zweiten. Super schnelle Runde. Dabei. Da kannst du jetzt schon Geld drauf wenden. Solange Activision damit Geld verdient, ist das zu 100% dabei. Eieiei. Wow. Level 1000, alles bisschen suspekt. Naja, Level 1000 habe ich schon viele gesehen. Vielleicht hat einer ein bisschen Probleme. Das kann natürlich sein von der Verbindung her. Aber es war ein deutliches Ding. 2 zu 0. So Leute, in die erste Runde und los geht's. Oben im Flugzeug drinne. Er steht 52-22. Hill ist umkämpft. Dem Hisoka mit. Mit der Krieg. Schöner Kill. Oh, schöner Kill. Hill ist gebrochen damit. Ne, noch nicht ganz. Jetzt. Tyler 10 zu 19. Da kommt die erste Streak. Trifft nicht. Aber das hier, was die Jungs um Kimato abliefern, erste Sahne. 1 zu 0. Ich glaube, dass hier nichts entschieden ist. Ich glaube, dass S&Z hier nochmal einen großen Unterschied machen kann. Easy Money Mafia und Typen Cinex. Cinex ist hier nicht raus aus dem Absolut Ganzen. Nicht. Lass uns gucken, wie S&D auf Moskau läuft. Let's go. Ich gönn gerne, ich weiß. War ja auch nett von dir, dass du mir jede einzelne Regel einzeln erklärt hast. Jede einzelne. Nach dieser Runde
gibt es auch noch die Verlosung für die nächsten Loot Packets. Zwei zu zwei, ey. Kann ja passieren, das ist mir jetzt auch mal mit Telekom passiert. Dann wird es wiederholt, neu gestartet die Runde. Egal, wo wir gerade stehen. Auf geht's. Das drittplatzierte Team, Marcel, bekommt eine PlayStation-Karte von mir. Wird von hinten geholt. Das bleibt Maggie mit der 5, auch mit der 6er-Streak. Also White Mamba, Craigs, guckt da genau hin, ne? Ihr habt Competition für euren ersten Platz. Die Jungs sind gut. 200 zu 28. 5er Serie. Oh, schöner Kill. Oh, Pommesbude, Alter. 9er Streak, 3er Kill. Richtig gut. Pommesbude ist halt guter PC-Spieler und als Blazy-Spieler hat man eigentlich immer Nachteile wegen FPS. Aber das ist eigentlich der einzige Nachteil, oder? Ich glaube, Quakes. Ich finde, auf geht's, meine Freunde. Viel Erfolg. Viel Glück. Hätten wir DLC-Waffen erlaubt, hätte jeder... Cooper ist da jetzt alleine. Den Turnierbaum hab ich gemacht, Max. Wenn die Only Zombies spielen, ist das eine perfekte Performance und gegen andere Teams hätten die heute mit Sicherheit sogar gewonnen. Ja, die KSP ist durch den letzten Buff tatsächlich so nach oben geswitcht. Bei der KSP haben sie nämlich, warum auch immer, den Burst Delay auf 70 Millisekunden runtergelegt. Das heißt, die kannst du fast durchgängig schießen. So Leute, lasst uns mal gucken, ob das hier ein klares 6:0 wird. Hätte ich nicht erwartet. Oh, Cooper gleich mit der 2er. Auch auf einer 4er Streak dabei. Und Switch Robi ist der letzte Überlebende. Und verliert das Ding. Ah. Leute, damit ist die erste Runde beendet. Herzlichen Glückwunsch an Rogue Agents. GG in den Chat bitte. Rogue Agents gewinnt